Willkommen zurück zu Cyberpunk. Wir befinden uns in der Wine Street. Gehen jetzt in ein verlassenes Gebäude, um dort Apartment 303 zu betreten. Und dann verlassen wir wahrscheinlich die Matrix, so wie ich das sehe. Weil. Ich bin mir fast sicher, dass es bei Matrix Apartment 303 war. Was habe ich denn eigentlich schon wieder für einen Scheiß gefunden? Ich bin jetzt gerade also ich renne jetzt gerade mehr oder weniger durch die ganzen Quests, aber ich habe auch sonst nichts zu tun, ne? Was ist denn das? Weißes Militär Techpol aus Buß. Aha, okay. Weiß ich nicht, was ich alles habe. So, und jetzt habe ich halt das Ding hier noch gefunden, ne? Und das ist eigentlich an sich schlechter als meine Reflektorweste, ne? Außer dass es halt irgendwie legendär ist. Aber davon abgesehen kann es nichts. Und er hat, glaube ich, sein Messer nicht gedroppt, wenn ich ihn nicht töte, oder? Oder hat er sein Messer trotzdem gedroppt? Ah doch, hier, das Jinchu Maru habe ich trotzdem gekriegt. Das platonische Ideal ist Katana. Keine Extras, keine Modifikation, einfach nur rasiermesserscharfe Klinge. Das wäre natürlich auch das Ding, das ist fürs nächste Mal den Nahkampf ranzumachen. So, zweiter Stock, dritter Stock. So, gut, würde ich gerne wissen, warum Hanako entführt hat und warum, weshalb, wieso. Weil... Oder Smasher tritt vielleicht durch die Wand. Aber es hat sich vorher so angehört, als würde Yorinobu seine eigene Schwester Attentätern wollen. Dreimal, viermal, oh, das Verlangen ist groß, ne? Das falsch zu machen. Okay, komm rein, schnell! Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Wir bleiben mal sachlich. Momentan ist Hanako die berühmteste vermisste Person der Welt. Das weiß ich. Und uns sitzt die gesamte Arasaka-Kavallerie im Nacken. Du hast recht. Verschwenden wir keine Zeit. Aha. Bist du verrückt? Warte. Aha. Und sie sitzt einfach nur so da? Tut mir leid, dass wir unter diesen Umständen reden müssen. Das höre ich heute schon zum zweiten Mal. Nee. Ich war dort, in der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Ein Angebot, da bin ich mal sehr gespannt. Hör zu, ich weiß, das ist ziemlich viel auf einmal. Ich weiß auch, dass du ehrenhaft und vertrauenswürdig bist. Deshalb habe ich ein Angebot für dich. Du? Ein Angebot für mich? Der Relic, den dein Bruder an Netwatch verscherbeln wollte, ist in meinem Kopf. Ich habe mir eine Kugel eingefangen, aber die Chiptech hat mich gerettet. Und jetzt bringt sie mich um. Eins eurer Persönlichkeitskonstrukte, ein Engramm, überschreibt meine Psyche. Ich muss das aufhalten, ehe es zu spät ist. Und du kannst mir dabei helfen. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes ihrer Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihr mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Er lässt dir nicht gerade viel Zeit zum Überlegen, ne? Hast du das gehört? Geh nachsehen. Ja, das ist natürlich die Schlägertruppe, was sonst? Sie wartet einfach nur, ne? Sie hat ja selber gesagt, sie hört sich die Scheiße nicht an. Wenn ich jetzt zur Tür gehe, kommt bestimmt unser bester Kumpel Adam wieder rein und haut uns mit der Tür durch die Wand durch. Naja, dann. Hilft wohl alles nichts, oder? Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Den Flug prüfen? Warum schießen die eigentlich vor allen Dingen? Auf den Boden, Schlöpfe! Nicht bewegen! Was? Letzte Chance, von hier zu verschwinden! Takemura! Ich kann ihn nicht im Stich lassen! Vergiss den Typen, der ist Geschichte!
Und du auch gleich. Aha. Aber warum? Was ist passiert? Also außer, dass die Typen jetzt nicht natürlich da waren, aber... Ich wollte mich eigentlich ducken. Was ist das hier eigentlich für ein cooler Keller? Verbinden? Sowas macht hier lustige Geräusche, was sich irgendwie repetitiv anhört, ne? Ach, schön, dass ich hier mitten im Einsatz noch mal kurz Cash abheben kann. Man weiß ja nie, was man noch so an Geld noch mitnehmen braucht hier für das. Wer hält mich denn hier? Ja, lassen wir das. Ich muss sofort wissen, wo ich bin. Weißt du, sonst kommt dieses Gewehr durch jede Waffe durch. Jetzt war aber nicht mehr, oder was? Frechheit. Köpfe runter! Heißt euch zusammen! Köpfe runter, wenn das hat irgendwie... Was macht denn diese komischen Geräusche? Die hat mich angegriffen! Das ist irgendwie sowas, muss nicht wirklich sein, oder? Warum kann ich mich denn jetzt hier eigentlich mit jedem Toaster verlinken? Okay, warum mache ich mich gerade mit ihm? So wie ist das hier. Soldat am Boden! Weißt du, so schwer es vorher war mit den anderen Typen? Mit unserem besten Kumpel, den Leibwächter? So leicht ist es jetzt mit denen hier eigentlich, ne? Wenn man es so sieht. Ich habe leider ja auch Johnny Cigar Luke leider übersprungen, weil ich eigentlich schleichen würde. Warum man sich ausgedacht hat. Achso, das sind Signalkerzen. Haben sie sich hier komplett durch die Bude durchgeschossen? Also hätte man hier Feuer durchrennen können durch die Einrichtung? Und ich habe das bloß irgendwie verpasst. Aber jetzt ist auch langsam mal vorbei hier mit. Verdammt, weiter feuern! Ich weiß nicht, wem ihr weiter feuern wollt. Ich bin eine Meisterin des Stealths. Technifrible Megatron? Mhm. Also die Dramatik kommt gerade nicht so ganz auf. Ziel getroffen! In der Tat. Ich frage mich immer wieder, warum ich Rüstung gelevelt habe, ne? Aber hey, wir kommen langsam hier voran. Schieß! Warum wissen ja nicht alle, wo ich bin? Ach. Problem ist halt auch, wenn ich dir zu nahe komme, dann habe ich auch ein großes Problem hier. Das ganze Gebäude gleich einschuss. Das sind alles Apartments hier, ne? Das sind ja diese. Dingens hier. Also an sich hat Hanako nur darauf gewartet, ne? Das hier. Die hat bestimmt irgendwie Tracken, die hat so komisch weggeguckt, ne? Als hätte sie irgendwelche Durchsagen gekriegt in ihren Kopf. Aber ich habe mir das Gefühl, dass unser guter Kumpel Takemura nicht wirklich daran gedacht hat, was gegen die. Okay, sagen wir da durch so? Ist das der Gang, wo ich herkomme? Ne? Ja, sicherlich doch. Ich hab das Gefühl, dass Takemura sich nicht um den Hacking-Teil gekümmert hat von der ganzen Angelegenheit hier, ne? Dann müssen alle Gebäude so lustig kaputt werden. Wie, das ist der normale Eingang? Der sieht so heil aus. Jetzt hier mal vor die Tür zu drehen, ist das... Was? Wag es nicht abzuklappen! Nicht jetzt! Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt! Raus aus der Stadt? Hat er jetzt die Kontrolle übernommen? Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Klimaanlage ist hin, fixer Bestecke unterm Bett, Scheißhaus verstopft. Etwas später. Tja. Jetzt mal im Ernst, wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Tja. Ich sag dir, wer hier schläft. Scheiß Loser, sonst niemand. Hä? Der Spieß hat sich gedreht.
Johnny, verdammte Scheiße! Ach, jetzt sind wir die, die rumsitzen und auf Sakas Truppen warten. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Ich will nicht, dass wir wie Takemura enden. Hörst du das? Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Nur einer? Finger am Abzug weh. Er wird bestimmt gleich schießen. Ich bin dagegen, dass ich schieße. Ich meine, das ändert nichts. Bloß kein Wort. Ich habe eine Nachricht für Wie. Die Stimme kommt mir doch leicht bekannt vor, oder? Fass die Tür nicht an. Schläfst du? Endlich. Oh, das da an der Wand. Ist das Blut? Ja. Jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitz direkt vor dir. Oh, geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Um eins klarzustellen. Ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako, bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Da toll. Wie hast du mich gefunden? Dachtest du denn, es würde ausreichen, die Stadt zu verlassen? Takemura sagte, er hat dir einen Tracker angehängt. Aber selbst wenn nicht, Arasaka findet absolut jeden, wenn es sein muss. Ich kotz gleich. Ah, tja. Schon wieder die Konzerner-Variante? Ich weiß nicht, ob ich immer die Konzerner-Option nehmen muss. Schade, dass du mir nicht früher geglaubt hast. Dann wäre Goro vielleicht noch am Leben. Wenn du ihn schon erwähnst, denk daran, dass er alles getan hat, damit wir reden können. Das erfordert Respekt. Sicher. Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Naja, was heißt Forderungen stellen? Ich glaube, auf guten Willen brauche ich nicht hoffen, ne? Zuerst mal hilfst du mir. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wäre ein echt mieser Zeuge. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi, das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten, also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich habe Hellman und die Relic-Pläne aufgestellt. Das ist das Hellman? Ich konnte Alt Cunningham kontaktieren. Die Cunningham? Genau die. Die Erfinderin des Soulkillers. Sie nutzt jetzt ihre eigene Version. Das sollte mehr als nützlich sein. So, und ich habe die Baupläne. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellman hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Dengramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Nicht wahr? Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne. Und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders, weil Hellman noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Treffen wir uns persönlich. Hä? Im Embers, im Stadtzentrum. Das ist diskret. Was? Denk nur an eines. Ab sofort
müssen wir extrem vorsichtig sein. Ha. Was waren das gerade für Schatten? Okay, mein Job wäre erledigt. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sarkaschläger irgendwie lieber gewesen. Tja. Ja, denn mit denen hatten wir es wenigstens schon zu tun. Aber das? Das ist neu. Schön, dass du es kapierst. Wir stehen auf sehr dünnem Eis. Hauchdünn. Hey, ich habe ein neues Item, eine Schrotflinte. Wie toll ist das denn? Na gut. Was? Nocturne? Oh. Treffe ich mich nachher um Embers? Ich will das aber eigentlich nicht machen, ne? Was hat er denn noch von mir? Was denn? Noch ein paar dreckige Wörter über die Porzellanschlampe? Scheiße. Achtung. Fuck. Warum habe ich so eine Arm? Johnny. Noch bist du nicht tot. Ich hab dich. Hey, mein Arm hat sich verändert. Das gefällt mir gar nicht. Johnny. Was du riechst, ist Seeluft. Wo sind das die anderen Tabletten? Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Hey, ein Raumschiff. Nur fast. Stimmt. Man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel. Das Pista Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit. Ich will dir was zeigen. Du hattest das Pseudo-Endotrizin in der Hand. Ohne das kann ich den Körper ja nicht bewegen, oder? Dein komatöses Ich wollte mich auch eifrig loswerden. Hat sich sogar ziemlich gewehrt. Ist aber nicht gut, das beschleunigt den Prozess ja, ne? Wolltest du die Pille schlucken? Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Du hattest Zweifel. Und als du sie ignorieren wolltest, hat sich dein Gewissen gemeldet. Johnny Silverhand hat also wirklich ein Gewissen? Ach scheiße, Themawechsel. Ja, offensichtlich schon. Das hätte die ganze Alt-Cunningham-Geschichte ja nicht gemacht, oder? Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Aha. Hat er hier seine zweite Atombombe versteckt? Weil er hatte zwei. Er hat gesagt, er hat zwei nukleare Sprengsätze sich besorgt. Wir haben nur einen gesehen. Obwohl der nach 50 Jahren... Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Das ist die zweite Bombe, oder? Ah, naja, die Autoschlüssel für seinen Porsche. Ist das deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. 50 Jahre alt. Doch. Mexiko-Krieg? Als ich jung und dumm war, habe ich mich bei einer Konzerntruppe gemeldet. In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal, wofür man kämpft. Und das hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert. Dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen. Das würde ich auch gern tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Ich will nicht, dass du wie ich da liegst und Zeit vergeudest. Toll. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen?
Dämliche Frage. Ja oder nein? Nein. Nein, würde ich nicht. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Mhm. Ich sehe für dich schon. Eine schöne Geste, aber du kannst mir nichts schenken, das schon mir gehört. Der Körper gehört mir. Es war immer meine Entscheidung, nicht deine. Reden wir erstmal nicht weiter darüber, okay? Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Naja, wir haben Optionswahl. Auf der anderen Seite, das Mikoshi-Dingsbums ist halt irgendwie schwierig, da mit Brute Force reinzukommen. Wir brauchen ja wahrscheinlich ein bisschen Zeit, oder? Komm, wir hauen ab. Hast du eine bessere Idee? Noch nicht, aber eine Bitte. Und zwar? Adam Smasher, der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt, in alle Winde verstreut. Tja, das kriegen wir hin. Aber warum jetzt auf einmal? Der hatte doch viel größere Ziele, der wollte doch ganz Arasaka stürzen. Im Ernst? Smasher? Plötzlich denkst du an den? Beim letzten Mal hatten wir... Keine Gelegenheit, Hallo zu sagen. Deshalb müssen wir ihn finden und kalt machen. Tja. Das ist dein letzter Wunsch? Rache? Es ist mehr als das. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Aha. Das stimmt nicht. Ich soll's Rogue also sagen? Das alles? Ich glaube, das übernehme ich lieber. Persönlich. Wie? Du schluckst Mistys Pillen? Und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Tja. Hellmann hat das vorhergesagt, dass du irgendwann das Steuer an dich reißen willst. Anders, Hellmann. Und was hat der je für dich getan, ha? Nichts. Aber er bringt mich auch nicht um. Das Ding ist, das, wie viele Pillen kann ich eigentlich genau davon schlucken? Rogue als Deckmantel. Nett. Wofür? Damit ich endlich deinen Körper übernehmen kann? Oder um einen idiotischen Selbstmordplan gegen Arasaka umzusetzen. Ich kenne dich inzwischen ganz gut, Johnny. Zum letzten Mal. Kein Geheimplan. Nee, ach tja. Ich vertraue dir aber noch nicht. Wir ziehen an einem Strang wie... Du hast doch hier die ganze Zeit die Kontrolle. Ich hab ja nicht mal Selbstkontrolle. Du triffst alle blöden Entscheidungen. Ich kann dich nur beraten. Und dich um Gefallen bitten. So wie jetzt. Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, ich komm grad aus dem Seelenknast. Guck mal, mein neuer Arsch. Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Die mochte sie doch damals schon nicht. Ich muss das überdenken. Okay, danke. Das ist mir echt wichtig, wie. Bring mich einfach zum Afterlife und überlass mir kurz das Steuer. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Aha. Das Zeug steht hier noch, also wie viel Prozent? 40%! Der Anfang vom Ende. Dein Innerer sagt, dass das Ende immer näher rückt. Wenn du überleben willst, musst du mit Arasaka Tower schaffen, dich mit Koshi verbinden, deinem Bioshop loswerden. Und da hatte ich auch Johnny Silverhand. Johnny hat seine Karten auf den Tisch gelegt, er bedurft gegen das Scheißsystem der Entropie zu kämpfen und hat kein bisschen nachgelassen. Der Kampf gegen Arasaka ist nur eine Schlacht in diesem Krieg. Die Frage ist, spalte einfach bloß Feuer, sind das Prinzip, in denen du da auch etwas anfangen kannst. Edgerunner, du hast ja einen Ruf, der Söldner hat Respekt auf der Straße verdient, aber das reicht noch nicht. Nur die wenigstens werden in dieser Stadt wirklich zu Legenden, und zwar nur die, die alle Grenzen überwinden, das Unmögliche vollbringen. Edgerunner. Hier nicht irgendwas? Ich habe jetzt einen legendären Arasaka-Schutzanzug?
Den habe ich aus Dings gezogen, ne? Aber was bringt mir das Ding in Legendär? Das Teil hat ja eh keine Slots. Also ich verstehe es nicht so ganz, ne? Jetzt habe ich diese Drecksschrotflinte hier. Das könnte natürlich auch meine Pistole sein. Danke dafür. Ich glaube, ich muss mir irgendwie mal ein anderes Sturmgewehr suchen, weil irgendwie gegen alle Gegner, auf die es ankommt, funktioniert das Ding halt nicht, wo ich dann tatsächlich mal reine Feuerkraft brauche. Das ist echt alles, was hier liegt. Das Ding wurde seit 30 Jahren nicht mehr angefasst. 50. Oh, noch länger. Dieser Hut ist echt dämlich. Und diese Warnweste. Ich könnte mir nie ernst nehmen. Hotel Pistis Sophia? Hieß es so? Guter Ort zum Sterben. Aber nicht heute. Pistis Sophia? Darf ich mit Hanako im Embers? Wir sind hier die einzigen Gäste hier. Sawaya Sashi. Neue Missionsship in ihn? Wie hab ich's noch abgenommen? Achso. Sag's ihnen nicht, aber er ist ein Android. Die mögen die nicht. Aha. Guck mal, da hinten ist eine Arasaka-Wache? Was machen die denn hier? Ist der tot? Wahrscheinlich nicht, oder? Andrew Collins. Was machen denn Arasaka-Wachen hier? Lass nicht nach! Verfolgen mich jetzt hier überall Arasaka-Wachen? Wer schießt denn hier auf mich? Ach, da. Wie komme ich denn zu der zweifelhaften Ehre? Was machen denn die Arasakas hier? Das ist ein Thema eigentlich einziger Gast. Wie lange waren wir jetzt mit Johnny unterwegs? Da muss ja ewig an mir rum. Der hätte auch gleich zu überhaupt laufen können, dem Zustand, oder? Ja, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich ein bisschen unglaubwürdig, dass er jetzt erst das Pseudonitini-Dingsbums rausgeholt hat, oder? Ich meine, die orange Pille hätte er ja schon viel früher haben können. Muss ich mich jetzt hier mit allen Arasaka-Wachen, die irgendwo rumrennen, rum? PCP-Orgen? Okay. Muss ich mich jetzt mit allen Arasaka-Wachen rumhauen, die hier irgendwo durch die Gegend laufen? Das könnte auf Dauer ganz schön anstrengend werden. So, ich muss mal kurz in der Zwischenzeit gucken. Ach, Julie hat neue SMS, Mensch. Hätte ich mal vielleicht zurückschreiben können, oder? Abschied, und mein Plan für heute ist, mir in die Birne wegzusaufen. Na toll. Kann ich sie nicht anrufen? Bringt das irgendwas? Ich muss generell nicht mal alle anderen Leute noch anrufen, die ich so anrufen kann, ne? Geht sie ran? Nein. Siehst du, kann ich eigentlich Alt Cunningham anrufen? Oder Best Isis? Ich warte immer noch einen Anruf von ihr, ne? Ich weiß auch nicht, wie lange das noch dauern soll. Aber wie kann ich so gut... Bob Sagan? Wer war denn Bob Sagan? Ich habe keine Ahnung, aber... Dakota Smith, keine Ahnung, wer das ist. Carol Amica? Ist das alphabetisch geordnet, ne? Rachika Siege? Ich habe bei den letzten Leuten keine Ahnung, wer es ist, ne? Unbekannte Nummer kann ich anrufen. Ach, das war ja die komische KI, die mich gewarnt hat. Also irgendwie dieses ganze Telefonsystem bringt mir halt irgendwie nicht so viel, weil ich halt niemanden anrufen kann, ne? In dem Sinne. Also du hast da die Telefonnummern, aber das kannst du halt trotzdem nicht nutzen. Mission abgeschlossen? Richard und Amelia? Was habe ich denn jetzt gefunden hier? Richard, Emilia, Süße, ich hoffe, dir ist klar, was ich von deiner Beziehung zu Sid halte. Der Kerl ist ein nichtnutziger Junkie. Ich glaube nicht, dass die Erbe des Herbert-Vermögens eben dies an so eine verschwendet. Ende der Diskussion. Inzwischen weiß ich, dass ich offenbar nicht streng genug war. Anstatt ihn nur hinter Gitter zu bringen, hätte ich ihn erschießen sollen. Ich sehe meinen Fehler ein. Wenn nicht meine Leute ihn erwischen, werden sie ihn auf der Stelle noch realisieren. Fick dich, Dad. Es tut mir leid, das zu lesen. Wir reden, wenn du nach Hause kommst. Und was soll das schon wieder heißen? Fick dich. Emilia, ich muss sagen, ich bin enttäuscht von dir. Punkt, Punkt, Punkt. Also,
Gehörten die Arasaka-Typen jetzt hier zu dem Überfall? Wer hat der nicht überlebt? Wackt der noch? Der lebt noch? Was habe ich falsch gemacht, mein Schaffensgewehr? Also das waren jetzt... Das galt gar nicht mir, sondern das war ein generischer Überfall. Und ich habe ja einfach bloß durch Zufall die Leute... Verstehe ich das recht, ne? Also die Leute standen hier wirklich nur rum und ich habe die einfach nur durch Zufall erschossen oder was? Weil die halt gegenüber vom Hotel waren und ich Arasaka gesehen habe und mir dachte, ah! Arasaka! Erschießt die alle! Was ja irgendwie eine relativ nachvollziehende Reaktion auf Arasaka-Truppen ist, oder? Ich kann beides nicht retten. Na, was ist? Nun gut. So, noch irgendwelche Arasaka-Leute, die hier irgendein Hoteldach rumfluchteln müssen. Geht das da eigentlich? Wo geht dieser Tunnel da unten lang? Was ist da unten eigentlich für ein Ripper, der da unten im Keller ist? Ah. Die geht schnell durch irgendwelche Wände. Ach, es ist so schade, dieses Spiel hätte so viel mehr Polishing gebrauchen können. Anta Yuekan. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall nochmal ein paar Nebenquests machen mit hier für Regina Jones und die ganzen anderen Leute, die hier noch durch die in der Gegend rumliegen. Da gibt es bestimmt noch einiges. Was ist das jetzt hier? Wo genau sind. Was war denn das Federsymbol nochmal? Meine Mutter hat mich rausgeschmissen. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Moment, ich kann ja mit der Karte gucken. Was soll das Federsymbol? Ein Nahkampf. Ach, das ist soll ein Messer sein. Das ist ein Voodoo-Boss, oder? Sonst sind die mögen mich doch bestimmt nicht, weil ich eventuell irgendwie mal ihren Kumpels irgendwie mal quer gekommen bin. Ob es hier irgendwelche gute Cyberware gibt in der Bude? Ich kann es mir irgendwie fast nicht vorstellen. Das sieht halt jetzt nicht so. Judy? Hey, Judy. Wie geht's dir? Scheiße. Aber mir ist was eingefallen. Du musst dir Zeit zum Trauern geben, Judy. Du musst all die Phasen durchmachen. Und richtig spüren. Schock, Wut, Depression. Denke, ich bin jetzt bei Wut. Die bleibt auch noch eine Weile. Aber das ist okay. Und was ist dir eingefallen? Der Moxladen, das Lizzies, war mal ein Freudenhaus. Tiger Claws haben zu viele Mädchen getötet, also haben sie sich gewehrt. Gehört jetzt uns. Jo. Das Clouds könnte denselben neuen Anstrich vertragen. Oh. Und hast du dir das auch gründlich überlegt, Judy? Nein, ich habe gar nichts überlegt. Ich weiß nur, dass die Mox nichts verändern, indem sie untätig auf ihren Zuckererschen sitzen. Oh denn? Du hast die Mox überzeugt, das Clouds zu übernehmen? Nein, ich will dich überzeugen. Ich kenne welche im Clouds, die uns helfen könnten. Hilfst du mir? Klar, immer doch. Okay, ich bin dabei. Ich habe gerade zu tun. Wuhu, yeah. Okay, also, wie lautet der Plan? Zuerst müssen wir mit Maiko Maeda reden. Wenn sie nicht mitmacht, können wir es auch gleich ganz lassen. Wer zur Hölle ist Maiko Maeda? Maiko Maeda. Wer genau ist das? Der inoffizielle Boss des Clouds. Sie macht das gut. Und was ist sie offiziell? Eine Puppe. Also ein Niemand. Ah! Meinst du wirklich, Maiko wird uns helfen? Wäre ich sicher, hätte ich sie einfach angerufen und wir würden nicht miteinander reden. Ich drück's anders aus. Könnte es sein, dass sie uns vermöbelt und aus dem Fenster schmeißt? Ja, denk schon. Toll. Gut, damit kann ich arbeiten. Wie gut kennst du diese, Maiko? So gut. Wann fangen wir an? Früh morgens. Da ist das Clouds geschlossen und kaum jemand in der Nähe. Wie früh? Vor 8. Ich warte am Eingang. Nee, besser auf dem Balkon über dem Clouds. Wir schleichen uns rein. Keiner wird was mitbekommen. Auf dem Balkon. Verstanden. Toll. Was sieht man, wenn dann mal Beine wieder helfen? Das Leben hat eh keinen Sinn. Was? Deine Klinik sieht nicht übel aus. Eine der besten in der ganzen Stadt. Überrascht? Die alten Pazifika für den dritten Weltbezirk. Kinder ohne Schuhe, Ruinen und so. Sie sehen einfach nicht unsere Stärke. Eines Tages werden alle sie zu spüren bekommen. Also er sieht zumindest sauber aus. Also ich meine, das ist, was so sauber ist, ist tatsächlich sauber. Ich brauche ein Implantat.
Mhm, und? Wie und? Du bist doch ein Ripper, oder? Ja, für meine Leute. Nee. Wird sich für dich lohnen. Ach ja? Wie sehr wird sich's lohnen? Ein elendig langer Dialog hier, bis ich mal auf die Ware kriege. Dafür brauchst du 10 Konstitutionen, toll. Ja, Mikrogenerator. Ja, das ist hier lauter so Zeug drin, was ich nicht benutzen möchte, oder? Was kostet das Ding hier? Fertiggesund wird der Schaden in der Höhe von 300 Gegner vor. Das ist halt irgendwie, ich meine, ich kann nichts anderes einbauen, dann kann ich das auch mitnehmen, ne? Die Dauer des Breach-Protokolls, ja, keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringen soll noch. Immunsystem, habe ich irgendwas, was ich einbauen kann? Metabolischer Editor. Das ist ganz cool eigentlich, aber ich wurde noch nie vergiftet. Ich weiß nicht, wann das noch passieren soll, dass mich irgendjemand vergiften möchte. Warte mal, kann ich das jetzt auch noch einbauen? Nee, das ist, achso, das ist halt das, was ich habe. Ja, die Monofilament-Dinger sind halt immer noch, hier die Dinger, hier die Mantis-Klingen oder die Monodrähte. Wären irgendwie noch interessant für mich, aber ansonsten, hier gibt es auch nichts Neues. Oh, warte mal, sind das hier noch? Das Ding hat 8 Slots, oder? Nee, warte mal. Was kostet? Das Fuituki Tinkerer MK3, einzigartig, muss ich durchschnittlich benutze, erreichbar, verkehrend für alle in die große. Also 8 Stück, und das ist natürlich, ja, noch was Neues. Das Ding hat 6 Slots, und das hier hat auch 6 Slots? Achso, okay, ich bin zu doof. Aber das hier hat. Hä? Das ist schlechter als das Ding. Das hat. Das Stevenson Tech MK4 ist besser. Also mein Tetratonic ist. Hä? Warum sollte ich die Dinger haben, wo die sind schlechter als mein Tetratonic Rippler? Aber nochmal, nee, Moment, da hat er andere Rippler. Aber das Ding ist hier teurer, warte mal. Das, die Entfernung von Quickhack erhöht sich um 40%. Achso, das hat andere Dinge verringert. Die Upload auf dem Quickhack verringert die Spreiergröße des ultimativen Quickhacks von 3. Können sich einmal. Achso, oh. Achso, ultimative Quickhacks verbreiten sich sonst gar nicht. Achso, das ist ein Funktion. Ach, das ist ein. Ja, das hätte ich natürlich vorher wissen müssen. Also mein Selbstmord und das andere Dings da, der Quickkick, den ich andere benutze, der verbreitet sich nur, weil das Ding das kann. Quickkicks gegen Zielgerät. Also beim Scan Quickkicks gegen Zielgerät ausführen, die geringe Sonne. Nee, dann ist mein Tetratonic-Dings das tatsächlich dann besser als das Ding. Okay, gut. Aber es ist eine andere Variante, ist auch ganz interessant. Na gut, ansonsten. Oh, also gibt es hier noch Schönes. Die maximale Speicherung Intelligenz 18. Die kritischen Schaden um 45%. Das ist natürlich auch nice. Mit den Speichern ist das auf 2 sind. Gut. Was habe ich hier noch? RAM-Upgrade. Da könnte ich jetzt zumindest mal das Gute mitnehmen, ne? Ja, das ist ja nicht so da. Camilo spezielle Cortex-Unterstützung. Achso, jetzt habe ich das. Die schon gegen Roboter Mech. Das kann ich aber mitnehmen, wenn ich sowieso meinen Besitz habe, kann ich das. Den Effekt von Gegner schon. Oh, persönliches Eis. Oh, warte mal, das ist irgendwie besser. Das möchte ich gerne haben. Persönliches Eis klingt irgendwie gut. Ich meine, meistens werde ich ja nur einmal gehackt. Aber wenn es halt passiert, ist es halt irgendwie immer ärgerlich, wenn es passiert, ne? So, dann verkaufen wir die ganzen Waffen, die hier noch. Dann müsste ich ja danach eigentlich wieder ein bisschen Geld haben, oder? Ich meine, die ganzen Waffen sind mittlerweile auch für meinen Lowy-Charme mittlerweile. Also, das ist. Selbst die Sachen, die eigentlich total schlecht sind, sind ja mittlerweile ganz schön was wert, ne? Jetzt bestehen hier irgendwas Stiefel. Komische Arasaka-Kappe. Ja, Arasaka-Hybrid-Hanisch. Punk-Geil. Wo ich denn Zeug immer wieder fair finde. Wie viel Geld habe ich jetzt? 10.000, na bitte. Wer sagt's denn? Wieder zur Kohle gekommen. Na gut, dann, belassen wir es aber dabei, würde ich mal sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Cyberpunk 2077. Und. Oh, das ist super gewesen. Und ich mich mit Nebenquests beschäftigt. Coach Fred will mir weitere Kämpfe zuschasen. Hat er noch nicht gemerkt, dass ich noch keinen einzigen seiner komischen Kämpfe gemacht habe? Naja, was soll's. Der X-Faktor. Ich frage mich wirklich, ob die Quest an der Stelle jetzt tatsächlich Branch. Ach, hier sind wir. Pacifica. Ah. Entdecke war ich tatsächlich noch gar nicht. Ja, ich muss auf jeden Fall ein paar Nebenquests machen. Hier gibt es noch so viele Dinger. Und so viele coole Sachen auch. Ich hab mal 2, 3 gemacht, wo ich das andere Ding gespielt habe, weil ich dachte, mehr Screenpad bringt vielleicht was. Und da sind noch ein paar sehr interessante Sachen bei, die man noch tun kann. Die werde ich auf jeden Fall noch mal angehen. Aber jetzt noch einfach den Spaß mit Judy. Und den großen Nebenquest-Kanon kann ich aber noch mal andermal machen. 30 Stunden Hauptquest? Ich würde sagen, man schafft die Hauptquest in 20 Stunden, wenn man durchrennt. Ich habe jetzt ja schon viel Nebenzeug gemacht. Obwohl, man muss ja anscheinend die Panam-Quest mehr oder weniger komplett durchspielen, weil das kommt. Ja, wie du musst sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.